Wir kommen jetzt zum Teil von Herrn Gartmann. Herr Gartmann ist kein Unbekannter in der Community, denke ich mal. Und ich darf ihn noch mal kurz vorstellen. Worum geht es? Es geht um die Ukraine. Er gibt uns einen Überblick über die aktuelle Lage. Er ist Journalist und kann auf viele Stationen bei namhaften Medien zurückblicken. Ich habe mir auch das mal besorgt hier. Er ist, das darf ich sagen, deshalb das ist auch, da ist er doch ausgezeichnet, letztendlich in dieser ganzen Thematik sich zu beschäftigen. Er hat nämlich einen Magister in Russistik und Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin gemacht. Dann ein Volontariat beim renommierten Tagesspiegel in Berlin, war seit 2016 unter anderem tätig für den russischsprachigen deutschen Fernsehsender RTVD, hat für den Spiegel gearbeitet, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und führt Recherchen in vielen Teilen Russlands, im Kaukasus und in Zentralasien durch. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass er auch natürlich über Auszeichnungen verfügt. Er hat den Medienpreis Mittelstand 2008. Wir sind noch da, Berliner Traditionsunternehmen und ihre Erfolgskonzepte bekommen, und auch einen renommierten Preis, nicht ein Preis, ein Stipendium, ganz wichtig, auf dem Weg zu einem guten Journalisten, der er dann geworden ist. 2008 Stipendium der Marion Gräfin Dönhoff Stiftung, Praktikum in der Zeitung Kommersant in Moskau. Deshalb sind wir auch schon ganz gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Gartmann, und freuen uns auf Ihren Vortrag und dann die Diskussion mit Ihnen. Danke sehr. Ja, ich möchte mich zuerst auch bedanken dafür, hier eingeladen worden zu sein und vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich habe, wie so viele, auch eine Erkältung erwischt im November. Das Thema lautet Ukraine, Überblick über die aktuelle Lage. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz genauer erzählen, inwiefern ich, wie viel Zeit ich eigentlich dort verbracht habe. Also ich habe früher sehr viel aus Russland berichtet und dann aber ab dem Beginn des Maidan in Kiew, seit Ende 2013, war ich sehr viel in der Ukraine unterwegs. Zuerst natürlich da in Kiew angesichts der Ereignisse und dann sehr oft bis etwa Anfang 2015 im Donbass auf den verschiedenen Seiten des Konfliktes. Hier bin ich mit einem Kollegen des Spiegels unterwegs, irgendwo in der Gegend von Donetsk. Das sieht etwas absurd aus, aber so absurd mutete das oft auch an, dieser Konflikt. Genau, das wurde alles schon gesagt. Wie gesagt, seit etwa Mitte 2015 bin ich eher selten unterwegs. Das hat einerseits damit zu tun, dass dort tatsächlich auch nicht mehr so viel Neues zu berichten ist aus der Region, gerade aus dem Donbass, weil sich an der Lage nicht wirklich viel ändert. Und entsprechend ist auch das Interesse in den deutschen Medien sehr gesunken seitdem, weil man kann nicht jeden Tag darüber das Gleiche schreiben. Das will der Leser dann auch nicht mehr lesen. So bedeutsam es auch sein mag für die Menschen dort. Das ist leider die Logik der Medien. Aber ich war, das war mir auch ein persönliches Anliegen, dieses Jahr im Juli nochmal in den sogenannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk. Man muss auch sagen, es ist immer schwieriger geworden mit der Zeit dorthin zu kommen. 2015 war das noch relativ locker von Separatistenseite aus, aber die haben dort neue Regeln eingeführt, und gerade für westliche Journalisten ist es inzwischen sehr schwierig, überhaupt eine Akkreditierung für diese Volksrepubliken zu bekommen. Also da bin ich diesen Juli nochmal, habe ich mich da so halb legal reingeschmuggelt. Wenn wir vom Konflikt in der Ukraine sprechen, finde ich es immer wichtig, das auch etwas einzugrenzen. Worüber sprechen wir überhaupt? Denn wer heute in die Ukraine fährt, ob nach Lemberg oder nach Odessa oder auch nach Kiew oder selbst in Städte wie Dniepropetrovsk, seit neuestem Dniepro, der bekommt von diesem Konflikt eigentlich fast nichts mit. Der Konflikt ist beschränkt auf ein Gebiet im äußersten Osten.
Und diese Separatistengebiete machen auch nur ein Drittel jeweils dieser Gebiete Donetsk und Lugansk aus. Das sind insgesamt etwa 17.000 Quadratkilometer. Das entspricht etwa 3% des ukrainischen Territoriums. Und es sind etwa 3 Millionen Einwohner dort in der Region. Das ist schwer zu sagen, wie viele da jetzt wirklich wohnen, aber es ist so irgendwas zwischen 2,5 und 3 Millionen, die in diesen Separatistengebieten leben. Vielleicht zeige ich einfach mal zum Anfang ein paar Bilder, um zu zeigen, wie es dort eigentlich aussieht in diesen Gebieten. Das ist so ein klassisches Bild, was mit dem die Augsburger Allgemein in diesem Fall einen Artikel von mir illustriert hat. Das hat mich etwas gewundert, weil das, worüber ich da geschrieben habe, war eigentlich so eine Rückkehr zur Normalität. Aber das entspricht natürlich dem Bild, das man in Deutschland von dieser Region hat. Das muss irgendwo auf dem Flughafen von Donetsk sein. Das sind Gebiete, die wirklich sehr stark zerstört sind. Da sitzt ein Separatist. Aber das ist nicht das gewöhnliche Bild, das man findet, wenn man dort jetzt hinfährt. Das ist irreführend. Also diese Region sieht nicht aus, wie man das von Aleppo kennt. Zum Beispiel diese Zerstörung der Infrastruktur sind nicht so stark. Da ist eben gerade der Flughafen Donetsk sehr besonders. Es mag überraschend sein, aber das ist zum Beispiel eins meiner Bilder aus dem Juli. Das ist im Zentrum von Donetsk. Da haben die Studenten eine Strandparty gefeiert. Und man merkt auch, dass diese Republikführung dort versucht, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass man zur Normalität zurückkehrt, dass der Krieg zu Ende ist und dass man eigentlich in diesen Volksrepubliken sogenannten ganz gut leben kann. Dazu passend, da gab es früher McDonald's in dieser Region, inzwischen heißt das, ist wieder eröffnet worden im August, das heißt allerdings inzwischen Don Mac, weil natürlich sie werden natürlich nie irgendeine Lizenz dafür bekommen, in diesen Separatistenrepubliken ein offizielles McDonald's aufzumachen. Aber das Zeug ist das Gleiche. Es muss da irgendwelche Kanäle geben über das russische Rostov oder so, wie die Hamburger da reingebracht werden. Genau. Andererseits sieht man überall in der Stadt, das vielleicht Wichtigste, was man dort erkennen kann, ist die komplette, also Donetsk war gerade eine sehr entwickelte Stadt schon, bevor dieser Konflikt begann. Es gab eine große Mittelschicht, es gab viele Leute, die in Büros gearbeitet haben und das ist komplett weg. Also die Mittelschicht ist quasi nicht mehr existent, weil die großen Unternehmen von Oligarchen Achmetow zum Beispiel einfach ihre kompletten ihren Verwaltungsapparat abgezogen haben aus Donetsk. Und deswegen, das ist auf der Hauptstraße von Donetsk, eben Boutiquen und die Platinum Bank und was auch immer ist alles zu. Da sieht man zum Beispiel so ein ziemlich neu gebautes, die haben es nicht mal mehr geschafft, das zu eröffnen, so ein Bürozentrum, Sky City, ein Zentrum der Stadt. Und da, also der steht jetzt natürlich leer. Es gibt einfach keine Leute, die da arbeiten könnten. Und so ein Wandgraffito der Separatisten, die eben das Bild zu vermitteln versuchen, dass alles schon gut ist und noch besser wird. Der Alltag der Menschen, das ist tatsächlich eine der problematischsten Seiten für die Zivilisten, sind die Checkpoints aus Separatistengebieten zu den kann man das diplomatisch sagen, in die Ukraine, will ich sagen, aber es ist natürlich alles Ukraine, in die von der Ukraine kontrollierten Gebiete. Da habe ich auch 5 Stunden verbracht und ich hatte noch Glück, weil wir ein Presseschild am Auto hatten. Gerade die aus den Volksrepubliken in die Ukraine fahren, müssen sehr, sehr lange warten in die andere Richtung. Also die Kontrollen der Separatisten sind weitaus laxer, aber die Ukrainer sind da sehr... Also die sind auch nicht böse zu den Menschen, wenn die da durch wollen, aber es ist einfach ein sehr großes Aufkommen und die Ukrainer kontrollieren sehr streng. Das ist ein anderer bekannter Ort, Stanitsa Luhanska, das ist auch so einer der wichtigen Orte, wo die OSZE-Mission aktiv ist. Dort gibt es eine zerstörte Brücke zwischen den Gebieten, die von den Separatisten und von den
von den Ukrainern kontrolliert werden, und für die Zivilbevölkerung ist das eine sehr problematische Situation. Zur Sicherheitssituation dort. Ich habe einfach mal als Beispiel mir angeguckt, also diese Beobachtermission der OSZE veröffentlicht jeden Tag aktuelle Daten zu der Zahl der Waffenstillstandsverletzungen. Also die Überwachung des Waffenstillstands ist de facto eine Überwachung der Waffenstillstandsverletzungen geworden, muss man leider sagen. Die stammt vom bis 22. November, 18 Uhr sind das Daten, vom 21. November, 18 Uhr. Da wurden 460 Explosionen registriert. Man muss allerdings einschränken, als einzelne Explosionen werden dort auch registriert, Maschinengewehrsalven und wenn irgendwo einzelne Schüsse gehört werden. Also manchmal wirken diese Zahlen sehr hoch, aber das ist jetzt nicht, sind nicht 460 Granateinschläge. Im vorigen Zeitraum waren es zum Beispiel 118, aber es ist schon sehr viel. Insgesamt kann man sagen, dass die Situation an der Waffenstillstandslinie in den letzten Monaten sich verschlechtert. Es gibt mehrere Schwerpunkte. Das ist einerseits Mariupol im Süden und Avdiivka, das ist so nördlich von Donetsk. Das Problem ist, seit dem Abzug der schweren Waffen, es gab tatsächlich eine Phase, wo die meisten schweren Waffen abgezogen wurden, sind die Soldaten beider Seiten viel näher aufeinander gerückt, weil sie natürlich nicht mehr die Geschütze mit der großen Reichweite hatten, sondern sie haben jetzt eben eine geringe Reichweite, aber das heißt, dass sie näher aufeinander gerückt sind und deswegen ständig dort Konflikte stattfinden, also kleinere Schießereien. Und was man leider sagen muss, in den letzten Monaten ist auch, ich habe gerade mit einem Fotografen gesprochen, der jetzt nochmal dort unterwegs war, sind wieder mehr auch schwere Waffen dort eingesetzt worden, wie diese berühmten Grad-Mehrfachraketenwerfer, die dort eigentlich gar nicht mehr sein sollten, in dieser Zone 50 Kilometer auf der einen und 50 Kilometer auf der anderen Seite der Waffenstillstandslinie. Aber die kommen offenbar wieder zum Einsatz. Das heißt, die Tendenz ist eher negativ über die letzten Monate. Es gibt immer mal wieder dann Versuche der OSZE, zum Beispiel weiß ich das von Alexander Hug, der Vizeleiter der OSZE-Mission in der Ukraine. Der hat sich dann angestrengt, dass zum Beispiel zum Osterfest in diesem Jahr beide Konfliktparteien sich zurückhalten und aufhören zu schießen. Und dann gehen diese Zahlen immer wieder runter und dann wächst eigentlich seit Ostern wächst das immer mehr. Aber das Wichtige ist, es gibt eigentlich seit Februar 2015 keine wirklichen Grenzverschiebungen mehr. Also das sind Positionskämpfe, manchmal in solchen Industriegebieten, wo die sich gegenüberstehen, manchmal im Bereich von Dörfern. Und genau, das sind so vor allem diese Schwerpunkte, diese Hotspots, Mariupol und Avdiivka. Hier, genau, ich kann hier nochmal zeigen, worum es da geht. Hier ist dieses Avdiivka. Hier oberhalb von Donetsk, das ein Hotspot ist, und hier unten ist Mariupol. Das Blaue markiert die von den Separatisten kontrollierten Gebiete. Vielleicht ganz kurz zu den, nochmal um zu rekapitulieren, die Entwicklung die Entstehung dieser Volksrepubliken. Wir erinnern uns, nach dem Ende des Maidan wurden im April 2015 die Volksrepubliken ausgerufen dort von kleineren Gruppen, die auch nicht besonders ernst genommen wurden, auch von Journalisten. Und daraufhin begann die Ukraine eine sogenannte antiterroristische Operation, die bis heute auch andauert. Wir erinnern uns, Juni, Juli, August eskalierte dieser Konflikt immer weiter. Die Ukrainer versuchten das militärisch zu Ende zu bringen. Dann kam es zu dem Abschuss des Fluges MH17.
Mitte August. Dafür gibt es mehrere Belege. Ich stand persönlich am Grab eines russischen Soldaten in der Stadt Wladimir, der dort zu Tode gekommen ist. Russische Spezialeinheiten griffen ein im August, weil die Separatisten stark unter Bedrängnis waren von Seiten der Ukrainer und wendeten das Blatt militärisch. Dann kam es zu diesen Minsk-1-Vereinbarungen. Die Kämpfe gingen trotzdem weiter. Die Ukraine entschied sich, die Volksrepubliken wirtschaftlich zu blockieren. Im Winter 2014, 2015, das war für uns Journalisten sehr interessant zu beobachten, hat man gemerkt, wie der russische Geheimdienst diese Volksrepubliken politisch und militärisch geordnet hat. Also da waren sehr viele verschiedene militärische Gruppierungen, die Kosaken und die also verschiedene Kosakengruppen auch noch, dann frühere Mitglieder von ukrainischen Spezialeinheiten, die eigene Bataillone hatten und so weiter. Und da hat der russische Geheimdienst mit verschiedenen Methoden für Ordnung gesorgt und hat quasi diesen einzelnen Warlords, wenn man sie so nennen will, angeboten, sich unterzuordnen, diesen von Moskau unterstützten Autoritäten in Luhansk oder in Donetsk. Und wenn sie es nicht gemacht haben, also das dauert auch bis heute an, werden die aus dem Weg geräumt. Im Februar gab es nochmal sehr schwere Kämpfe und dann kam es zu, es gibt Belege dafür, dass auch da russische Einheiten eingegriffen haben, und dann kam es zu Minsk II, sogenanntes Minsk II. Was sehen wir seitdem? Einerseits eine politische Stabilisierung dieser beiden Gebiete. Sie werden finanziell unterstützt durch Russland. Man geht davon aus, dass die so 15-20% ihres Budgets selber erwirtschaften, diese Volksrepubliken. Aber damit kann man mit dem Geld, was sie dort eintreiben an Steuern, kann man keinen Staat machen. Da kommt sehr viel Geld aus Russland. Und es findet auch eine wirtschaftliche Integration mit Russland statt, was den ganzen Konsumbereich angeht, weil aus der Ukraine kaum noch was importiert werden kann in diese Gebiete. Deswegen in den Supermärkten sind alle Waren inzwischen eigentlich aus Russland. Gleichzeitig würde ich sagen, findet eine Transnistrierung dieser Volksrepubliken statt. Transnistrien, das wurde vorher schon angesprochen, ist einer dieser eingefrorenen Konflikte, ein Teil von Moldawien, der sich losgesagt hat Anfang der 90er Jahre und bis heute sein eigenes Dasein führt. Gerade Transnistrien ist aber auch ein Beispiel für sehr großen Pragmatismus. Also die Menschen, die dort leben, haben russische Pässe, transnistrische Pässe, moldawische Pässe, mancher hat auch noch einen rumänischen Pass. Und es ist, genau, sie sind sehr pragmatisch, was die Beziehungen zu dem Land angeht, von dem sie sich eigentlich abgespalten haben. In den Volksrepubliken sieht es so aus, dass viele Rentner zum Beispiel immer noch versuchen, Pensionen aus der Ukraine zu bekommen. Die fahren dann eben aufs ukrainische Festland, wenn man so will, und registrieren sich dort und versuchen von dort Pensionen zu bekommen. Und dann zusätzlich bekommen sie auch noch von den Volksrepubliken Pensionen und versuchen so zu überleben. Die Ukraine versucht da einzugreifen. Es gibt Daten des Geheimdienstes vom Frühjahr, dass von 1,3 Millionen in der Ukraine registrierten Flüchtlingen in Wirklichkeit 60% in den Volksrepubliken leben. Da haben sie versucht, etwas aufzuräumen, so wie ich gehört habe, weil sie natürlich, die ukrainische Seite sagt, okay, wenn ihr schon Flüchtlinge seid, dann müsst ihr auch bei uns leben und dann helfen wir euch auch, aber das geht nicht, dass ihr in den Volksrepubliken lebt und hier Flüchtlingsstatus genießt und von uns Geld bekommt. Die Autoschilder und die Pässe der meisten Menschen, die ich getroffen habe in Donetsk, sind immer noch ukrainisch. Es gibt zwar auch Autoschilder und Pässe der Volksrepubliken, aber die Menschen dort verstehen natürlich, dass sie damit nicht weit kommen, weder mit den Pässen noch mit den Autoschildern. Die Währung ist inzwischen komplett Rubel, hin und wieder gibt es auch mal Grivna, aber sehr selten. Und wie gesagt, die Waren kommen auch aus Russland inzwischen komplett. Wie ich schon gesagt habe, zur Wirtschaft, etwa 15-20% erwirtschaften sie selber. Ganz interessant ist auch der Pragmatismus, den sie inzwischen mit der Ukraine
gefunden haben. Es gab eine Zeit, da war das extrem politisch, extrem problematisch, zum Beispiel die Kohle aus dem Donbass in die Ukraine zu schaffen, obwohl die viele ukrainische Heizkraftwerke gerade, die sind davon abhängig, dass sie diese Anthrazitkohle, also besonders hochwertige Kohle, verwenden. Und inzwischen hat sich das aber weitgehend gelöst, muss man sagen. Es wird, ich habe mal Zahlen aufgeschrieben, wie viel das, genau, im Mai 2016 wurden zum Beispiel aus den Volksrepubliken 750.000 Tonnen Kohle in die Ukraine geliefert. Ein Teil davon geht sogar weiter ins Ausland, nach Slowenien und noch ein anderes Land. Also die werden, einerseits beschießen die sich dort, andererseits fahren dort eben die Züge, die mit Kohle beladen sind. Das macht einerseits Hoffnung, also klingt absurd, aber macht andererseits auch Hoffnung, weil es für einen gewissen Pragmatismus spricht. Ähnlich ist es auch mit, in dieser Gegend gibt es große Metallurgiewerke, die den ukrainischen Oligarchen, die Achmetow gehören, die laufen inzwischen wieder. Es gab kurze Phasen, als die Kämpfe sehr intensiv waren, da liefen die nicht. Da arbeiten Zehntausende Menschen, deswegen haben die Volksrepubliken natürlich ein Interesse daran, dass die weiter funktionieren und wollen sich deswegen mit den Oligarchen auch nicht ganz verscherzen. Es gab immer wieder Verlautbarungen dieser Republikführer, dass man die Betriebe nationalisiert, aber da ist nie was draus geworden, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie das nationalisieren würden, würden diese Werke aufhören zu funktionieren. Interessant ist, dass die Produktion dieser Werke und die Logistik auch über ukrainische Häfen abgewickelt wird, also besonders Mariupol, das ja ukrainisch kontrolliertes Territorium ist. Andererseits gibt es da bis heute im Hintergrund Kämpfe in diesen Volksrepubliken um aktiver, besonders das Tankstellennetz ist sehr, sehr beliebt, weil es ein Quell von Bargeld ist und da bekämpfen sich im Hintergrund verschiedene Gruppierungen, die auch mafiös sind und von verschiedenen Leuten unterstützt werden und deswegen kommt es dort immer wieder zu Schießereien. Aber das betrifft tatsächlich die Zivilbevölkerung im Alltag nicht. Ja, die Frage, was kann die OSZE tun, habe ich mir auch immer gestellt. Sie haben inzwischen 700 Beobachter in der Ukraine. Die Zahl der Mitarbeiter insgesamt ist ein bisschen höher, weil da auch noch Verwaltungsmitarbeiter aus der Ukraine dabei sind. Aber das sind die aktuellen Zahlen, habe ich mir von der Mission gestern besorgt. 600 sind in der Region Luhansk und Donetsk unterwegs, auf beiden Seiten der Frontlinie. Die 100 sind im restlichen Land, aber man kann sagen, das ist zumindest positiv, dort sind sie eigentlich inzwischen, werden sie kaum noch gebraucht, weil es dort keine bedeutenden Konflikte gibt im Rest des Landes. Sie haben in diesem Jahr Kameras aufgestellt, die dort rund um die Uhr, also besonders an diesen Hotspots, wo es zu gefährlich ist für die Beobachter, physisch da zu sein, stehen jetzt Kameras, die rund um die Uhr filmen und fixieren können, von wo geschossen wird. Gab auch den Einsatz von Drohnen, allerdings ist der stark eingeschränkt worden in diesem Sommer, weil die OSZE mehrere Drohnen verloren hat und also durch Beschuss offenbar von Separatistenseite, da gibt es sehr viele hinreichende Belege für. Deswegen werden da vor allem dann vor Ort zum Beispiel solche kleinen Drohnen eingesetzt, die werden dann gestartet, um einen Überblick zu bekommen über die Lage. Natürlich gibt es diese Minsker trilaterale Kontaktgruppe und ihre einzelnen Arbeitsgruppen, aber man muss leider sagen, dass das wirklich in der Sackgasse steckt. Es gab gerade wieder eine Einigung, dass an drei Orten, also das war zumindest mal ein Fortschritt dieser trilateralen Kontaktgruppe, dass es zu einer Entflechtung der Truppen kommt an bestimmten Orten, wo die Zivilbevölkerung sehr große Probleme hat dadurch, dass die so nah aufeinander sind. Aber jetzt die letzten Berichte dieser Beobachtermission zeigen, dass selbst das nicht funktioniert. Also sie kommen dahin an diese Orte und werden nicht hingelassen und es ist immer noch vermint und da sind Soldaten und
Das ist schon sehr frustrierend, glaube ich, auch für die Beobachtermission und natürlich auch für die Zivilbevölkerung dort, die immer wieder fragt, was helft ihr uns eigentlich? Ich glaube, die OSZE-Mission dort kann sicherlich was leisten im humanitären Bereich. Sie kümmern sich darum, dass Infrastruktur repariert werden kann. Gerade auch was den Gefangenenaustausch angeht, wurde über diese OSZE-Mission viel erreicht. Es gibt noch, das wollte ich noch erwähnen, es gibt ja noch eine zusätzliche OSZE-Mission, die hat aber nichts mit dieser zu tun, auf der russischen Seite, an den Grenzübergängen Donetsk. Es gibt auch noch ein russisches Donetsk und Gukovo, aber das ist sicherlich der frustrierendste Job in der ganzen OSZE. Ich habe mit denen dort auch mal gesprochen, weil die wirklich nur auf hier 50 Meter und in Gukovo 50 Meter an der Grenze stehen dürfen. Die dürfen nicht mal in die Autos reingucken und können immer nur schreiben, wenn man diese Berichte liest, wie viele reingefahren sind, wie viele rausgefahren sind. Und das machen die seit 2 Jahren. Ich verstehe, das war die Idee der OSZE, zumindest einen Fuß in die Tür zu bekommen, aber es ist ein harter Job. Der sehr viel Frustrationstoleranz verlangt. Ja, an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss und bin gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Ja, wir halten es wieder wie vorhin. Ich denke, das ist genügend Stoff, um in eine interessante Diskussion einzutreten. Und ich darf Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben gleich hier vorne Brigadegeneral Eddie Haider eine Frage. Ich gebe Ihnen das gleich mal. Ja, erstmal vielen Dank für die lebhafte Darstellung, die ja viel Frustpotenzial enthalten hat. Frage, wie könnte eine Lösung aussehen? Sehen Sie die Möglichkeiten einer Lösung für die Zukunft, was wären da die Rahmenbedingungen? Dankeschön. Ja, danke sehr. Dann haben wir da hinten in der letzten Reihe bitte. Oder da hat der Herr sich eher gemeldet? Ja, dann nehmen wir, kommt dann auch gleich. Bitte da. Guten Tag, mein Name ist Jewgen Lantzosowski. Ich komme aus der Ukraine und ich hätte auch eine Frage zur Lösung. Gibt es überhaupt eine Lösung, solange Herr Putin und Herr Poroschenko an der Macht sind? Ja, danke. Jetzt haben wir erstmal noch den Herrn dort hinten ganz rechts und dann kommen wir hier vorne in die nächste Runde. Ja? Also meine Frage, die erste Frage ist, die Landkarte, ist die von Ihnen oder stand keine andere zur Verfügung, weil die Krim gehört ja jetzt definitiv zu Russland? Ja. Vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Natürlich bestreitet niemand, dass die Krim momentan de facto von Russland kontrolliert wird, aber völkerrechtlich ist die Krim immer noch Teil der Ukraine. Deswegen begebe ich mich da auch nicht, obwohl ich kein Diplomat bin, will ich mich auch nicht auf irgendein Glatteis begeben, was das angeht. Zu der Frage der Lösung. Also eine wirkliche Lösung, wie in den Minsker Vereinbarungen vorgesehen, halte ich momentan nicht für wahrscheinlich. Ich frage mich auch manchmal, haben die beiden Seiten eigentlich ein Interesse daran, dieses Problem wirklich zu lösen? Ich fange mal an mit der Ukraine. Man hat gerade unter dem Premierminister Jatsenyuk, der vorher, also bis vor einem halben Jahr, bis vor einem Dreivierteljahr Premierminister war, hat man sehr oft dieses Argument gehört, wenn die westlichen Partner gesagt haben, was ist mit den Reformen, war der Joker immer, wir führen ja da den Krieg. Und deswegen geht es bei uns, wir sind abgelenkt und kommen deswegen nicht mit den Reformen voran. Deswegen hat man immer das Gefühl, für die Ukrainer ist dieser Konflikt auch so ein Joker, den sie immer ziehen können gegenüber ihren westlichen Partnern. Und es ist auch eine Möglichkeit für die Ukrainer, überhaupt noch in der Welt wahrgenommen zu werden. Weil
ich weiß nicht, wie oft Sie was in der Zeitung lesen inzwischen von der Ukraine. Hin und wieder bekommt man mal was mit, wenn sich wieder Poroschenko mit Merkel und Hollande treffen und mit Putin. Das passiert aber sehr selten, dann ist es mal wieder in den Medien, aber sonst liest man davon tatsächlich sehr wenig. Und deswegen könnte man die These aufstellen, dass dieser Konflikt für die Ukraine auch eine Möglichkeit ist, überhaupt noch in der Welt wahrgenommen zu werden. Von russischer Seite ist es so, dass dieser ständig schwelende Konfliktherd dort im Osten der Ukraine natürlich eine Möglichkeit ist, auf die Ukraine innenpolitisch Einfluss zu nehmen. Sie können das auch immer wieder hochdrehen, den Konflikt, und wieder runterdrehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Russland dort eine große Offensive starten wird, wie es manchmal 2014 und auch 2015 spekuliert wurde, halte ich für unwahrscheinlich. Aber selbst diese kleine schwerende Wunde, so kann man es vielleicht nennen, im Staatsgebiet, ist natürlich etwas, was die Ukraine beeinflussen kann. Und was auch, ich meine, wenn man sich anschaut, wenn ein Land wie die Ukraine versucht, Investoren zu finden, wenn dann in den Medien ständig ist, obwohl das weit im Osten ist, dass da noch immer noch Krieg geführt wird, dann ist das natürlich ein Einflussinstrument für die Russen. Deswegen sehe ich auf beiden Seiten momentan wenig Motivation, das wirklich zu lösen. Möglicherweise ist das Beste, was diesen Regionen passieren kann, sowas wie Transnistrien. Und man wird eben noch einen tatsächlich eingefrorenen Konflikt in Europa haben, aber zumindest in einem Zustand, der für die Zivilbevölkerung dort akzeptabel ist. Ja, vielen Dank. Jetzt geht's.